Im VBT bekamst du doch von Kleptomatik echt so ein Arschfick, dass dein recht behaartes Arschloch und danach direkt der Darmriss. Wie kann man gegen so eine Missgeburt verlieren? Ey, das ist ja fast noch peinlicher als dich zu recherchieren. Du bist übermotiviert, bis in das 16. gerauscht. Doch von 6 von deinen Gegnern gab die Hälfte einfach auf. Das ist keine Leistung, Kevin, das ist einfach beschissen. Denn von 3 schlechten Gegnern hat dich einer zerrissen. Was du machst, ist Fließbandarbeit, das ist leicht am irritieren. Denn wer lässt dich da dann bitte so viel Scheiße produzieren? Aber ist schon ganz okay so, weil das eigentlich keiner merkt, weil du selber nur ein Haufen Scheiße bist. Ey, und du machst immer noch auf Straßen, doch hinter der Fassade steckt dann nur ein Behinderter, der Harlem-Shack tanzt. Mit Oberkörper frei und diesen ganzen ach so riesen Muskeln benimmst du dich dann trotzdem wie eine maskuline Schwuchtel. Fucking every girl in the club. Bei Fresh as Fuck wird auch Kleidung für Männer gemacht. Doch das eine Teil war wohl nur für dich selber gedacht. Und Julian könnte jetzt sagen, dass ich mir das alles aus den Fingern sauge. Doch nach diesem Clip von gerade kann er mir das sicher glauben. Ich mach dich zum Destruktor, dann zählt hier nicht dein schwuler Flow. Weil du in der Regel argumentfrei bist, du Hurensohn. Was laberst du von Dopamin? Das bekommst du höchstens nach der Runde, weil du sonst nach einem Kreislaufschock im Koma liegst. Ich hab mir alle deine Videos gegeben und versuche seit dem Tag mit deinem Tinnitus zu leben. Ey Rapido, sei mal leben still besser. Du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit nem Dezibelmesser auf deine Fresse ein. Ich wollte von dir eigentlich ein Double engagieren, aber keiner war bereit, so einen Hurensohn zu spielen. Ja, denn alle Menschen dieser Erde schämen sich für deine Kunst. Denn du bist sogar für den Namen Kevin eine Beleidigung. Alles, was du sagst, wird ein gescheiterter Versuch, mich zu treffen. Denn ich nehme dir jetzt einfach den Bezug, weil du sagen wirst, dass ich vielleicht aufgrund deiner schrägen Nase oder weil ich schiefe Zähne habe, das Bandana trage. Ist mir scheißegal, du Hurensohn, hier geht's um Battle Rap und nicht darum, was unter einem Bandana steckt. Ich hab weder Ersteres noch Weiteres und gar nichts, was mir peinlich ist. Und deine Bitch wird heiß, denn ich beweise das mit meinem Gesicht. Du hast selber mal mit einem Bandana gerappt, du Bitch. Aber heute sieht man, was für ein endhässlicher Knecht du bist. Plus Kevin, dein Atem stinkt krass nach Scheiße. Du solltest wieder eins tragen, du kannst sogar meins haben. Bei mir hat es einen Grund, warum man mein Gesicht nicht sieht. Weil sich sonst auf Anhieb jede Bitch verliebt. Der will eine Bitch verführen und schon fällt sie direkt in Ohnmacht. Denn bei ihm war das Bandana nur ein Filter für die Umwelt. Ihr haltet euch für ganz coole, doch deine Crew besteht aus Hurensöhnen und davon ein Kevin aus der Tanzschule. Jetzt will er battlen, doch wird sowieso verlieren. Aber hat dann wieder Zeit und kann ne Choreo studieren. Bei dir und anderen Rappern liegt grad Tanzen im Trend. Denn man sieht es an der Choreo vom K-Element. Und ey, ich würd mich nicht mal wundern, dass du, wenn ich dich mal treffe, zu mir sagst, komm, wir klären das und dancen um die Wette. Timetic ist ein Angstgegner, denn ich bin dir um einen Schritt voraus, als wäre ich dein Tanzlehrer. Jetzt geht die Bitch auf Distanz, denn er macht zwar auf Straße, doch hat nur Latein und kein Hip-Hop getanzt. Ich geb keinen Fick auf deine Punchlines. Ey, wenn ich Rapido einen High-Kick gebe, schwing ich dann das Tanzbein? Oder wenn nach einem Roundhouse-Kick irgendjemand auf ihn tritt, wäre das in diesem Fall ein Ausfallschritt? Ey, wäre ich damals ein Tänzer gewesen, hätte mir mein Vater mehrmals in die Fresse getreten. Aber deiner fand die Sache mit der Schule ganz gut, kann ich verstehen, denn der Penner ist noch schwuler als du. Ey, du Chris Brown Verschnitt, nennt sich selber der Messias, doch es gibt nen Unterschied, denn an dich glaubt man nicht. Und am Ende des Tages können die Leute sehen, der Messias wurde aufs Kreuz gelegt und von Timetic genagelt, Bitch. So, deiner anderen Frage hier mit dem Tanz und der Wisch und so, können wir gerne mal so aufs Parkett und sowas so ein kurzes Tanzbein schwingen, ist kein Thema, Alter. Ey, yo, Timetic, der Backpack voll Packets, meine Gang.